einen Verkehrsunfall vorgetäuscht haben, um einen politisch andersdenkenden Journalisten offenbar zu kriminalisieren, sind zwei Oberösterreicher jetzt rechtskräftig zu bedingten Haftstrafen verurteilt worden. Einer der beiden hat sich liegend auf der Auto- oder beziehungsweise Motorhaube des Autos, in dem der Journalist gesessen ist, fotografieren lassen. Und gegenüber der Polizei hatte er ausgesagt, er sei angefahren worden. 16. Oktober 2010. Bei einem Zebrastreifen in Offenhausen im Bezirk Welsland landet ein damals 16-Jähriger auf der Motorhaube eines Autos. Ein Bekannter fotografiert. Gegenüber der Polizei sagt er aus, der Lenker sei volle Press auf ihn losgefahren. Er sei verletzt worden und habe Schmerzen im Genitalbereich erlitten. Aus den Gutachten, die von der Justiz in Auftrag gegeben worden sind, ergebe sich jedoch eindeutig, dass es zu keiner Kollision gekommen ist. Der Anwalt des Autofahrers spricht von einem abgekarteten Spiel. Aus meiner Sicht war es eindeutig ein abgekartetes Spiel und ein vorgetäuschter Unfall. Man wollte dem Herrn als politischen Gegner ein strafbares Verhalten in die Schuhe schieben und ihn so mundtot machen. Ein anderes Motiv kann ich nicht erkennen. Wegen falscher Beweisaussage und Verleumdung ist der Bursch zu 10 Wochen Gefängnis verurteilt worden. Sein Bekannter, der fotografiert hat, zu 5 Monaten jeweils bedingt. Das Oberlandesgericht hat das Urteil nun bestätigt. Der Anwalt der beiden, der kein Interview gegeben hat, kündigt an, den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof anrufen zu wollen. Ich bin mir sicher, dass in Straßburg dieser Fall nicht angenommen würde und dass Straßburg dieses Urteil bestätigen würde. Hintergrund dürfte sein, dass die Verurteilten an einer Versammlung mutmaßlicher Rechtsextremisten teilgenommen haben. Der Lenker des roten Autos, ein politisch andersdenkender Journalist aus Wels, wollte das Treffen beobachten.